Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 2. Total War Warhammer 2, um den ganzen Namen zu sagen. Tut mir leid, dass es wieder ein Loch gegeben hat in den Episoden. Ich habe leider nicht viel Zeit, ihr wisst es, ich habe es eh schon mal gesagt. Und die Technik spielt nicht mit. Deswegen ist die Qualität der Episoden auch nicht so hoch, wie ich es gerne hätte, aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Nachdem das hier jetzt alles out of the way ist, wir haben hier unsere erste sehr schöne Schlacht mit den neuen Einheiten gegen ebenfalls eine sehr moderne Armee. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie das läuft. So, see you on the other side. Was haben sie? Sie haben drei Igel... Okay, sie haben dreimal Belagerungswaffen, das heißt, wir werden wahrscheinlich angreifen müssen. Sie haben Phoenix Guard zweimal Armored Pistic Anti-Large Charge Defense Against All. Da werden wahrscheinlich die Executioners gut dagegen. Anti-Large, das wäre... Aber es ist Missile und Spare Infantry. Da wären auch wahrscheinlich die Executioners gut dagegen. Dann wird Chariots Armored Anti-Infantry. Ich nehme mal an, da wären dann die ein bisschen besser. Was sind sie denn? Meine Black Guard of Nagaroth. Aber die wären auch gut gegen die Star Dragons und die Sun Dragon. Hier, die haben drei goddamn Dragons. Jesus. Weil sie haben nicht viel Infanterie. Sie haben fünfmal Infanterie. Das ist, da sollte ich sie fertig machen können. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen angreifen. Obwohl wir angegriffen werden. Anyway, see you on the other side. Da wären wir. Die Winds of Magic meinen es diesmal mehr als gut mit uns, muss ich sagen. 24. Das heißt, wir werden gleich mal Deployment starten. Und ich habe es jetzt schon am Anfang gesagt, ich glaube, wir werden diesmal angreifen müssen. Was mir nicht gefällt. Oh Mann, und es ist auch kein gutes Territory, damit wir angreifen. Aber sonst, ich meine... Sind die Eagle Clawfrost so übel? Das sind schon viele. Ich glaube, sie sind zu übel. Ich glaube, wir müssen dann aber leider aufwärts angreifen. Weil ich meine, wo können sie aufstellen? Sie können erst den nur da aufstellen. Das ist dann nicht mehr so schlimm. Das heißt, wir müssen einfach nur so schnell wie möglich hier raufkraxeln. Das heißt, wir sollten uns so weit vorne wie möglich aufstellen. Was wir auch gerade tun. Okay. Kümmern wir uns mal um die Aufstellung. Es ist auch gut, dass wir zwei Sorceress haben. Das sollte uns einiges helfen. Wir kommen jetzt mal alle hier raus. Wir werden gleich definitiv die Executioners in die Mitte stellen. Im Glauben, dass sie ihre Phoenix Guard in die Mitte stellen werden. Nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Wir werden es sehen. Hier kommt es dahin. Ich hätte es anders machen sollen. Hier kommt es hier. Also der eine. Ich glaube, die teile ich auf die Flanken diesmal. Ist natürlich dann blöd, wenn sie mit den Chariots in die Mitte kommen. Das kann sein, das wäre ein bisschen deppert. I can't help it right now. Uns relativ breit aufstellen. Ich glaube, so passt. Ich meine, das ist gar nicht so breit. Das passt. Ist halt mal... Was ist es? Stirk? Steuerung G ist ja Locked Group. Okay. Das wollte ich... Die Frage, was ich mit euch mache. Ich glaube, ich haue euch schon eher weiter nach vorne. Aber sie haben Chariots, die euch fertig machen werden. Dafür werdet ihr nicht schnell genug sein, glaube ich. Das heißt, ich sollte euch nicht zu weit vorne haben. Vielleicht benutze ich euch auch diesmal eher zum Flankieren, wobei das sind wahrscheinlich auch Chariots. Da werdet doch kurze Speer fungieren und dann schauen wir weiter. Das heißt, ihr haut sich doch mal ganz vorne hin. Ebenfalls als Gruppe, bitte. Will ich euch auf eine Flanke massieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden... euch links und rechts aufstellen. Dann hätten wir hier noch unsere eigenen Eagle Bolt Throwers, die nicht so viel anstellen werden können. Du bist ein Infantry Lord, du kommst in die Mitte. Und dann hätten wir unsere zwei Sorceress noch, die sich da irgendwie so... Ich meine, ihr könnt sich ein bisschen aufteilen. Du kommst dahin. Okay, das schaut doch ganz nett aus, oder? Oh, wir haben noch einen Drachen. Will der in die Mitte? Ich glaube, der will in die Mitte. Ich meine, der will sich nicht mit der Phoenix Guard anlegen. Mit wem will ich mich da am liebsten prügeln gehen? Eigentlich mit den Chariots. Die sind nicht anti-large, glaube ich. Oder halt mit einem anderen Drachen. Mal schauen. Start Battle. Okay, sie haben sich entschieden, sie können da... Sind die alle... Können die alle Vanguard deployen? Es ist kacke, dass wir jetzt aufwärts kämpfen müssen, aber sonst ist es eigentlich gut, dass sie so nah sind. Kommen sie dann vielleicht doch runter? Wir können schon auf dich schießen, let's do that. Und der Eagle Bolt Thrower kann ebenfalls schießen. Tut es mal, vielleicht kommen sie dann doch gleich her. Ich werde mal ein bisschen näher kommen, glaube ich.
auch wenn es mir wenig weh tut. Eigentlich mit allem außer. Okay, mit euch allen außer dem. Oh Gott, außer dem Eagle Bolt Frog. Mit 1 plus. Dir. Kann ich das eh nicht. Kann ich. Wie? Stirk? Ja, okay. Plus dir. Nein, plus dir, plus dir, plus dir. Plus euch beiden, plus dir. Na, einfach so, wie ihr schon jetzt aufgestellt seid. Geht das vielleicht ein bisschen mehr dahin? Das ist absolut goddamn crap. No, 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 no. Ah ja, dann machen wir es halt doch so. Irgendwie so. Ihr geht dahin. Du gehst dahin. Drache geht ebenfalls mal in die Richtung. Die Sorceress geht dahin. Und dann schauen wir mal, ob wir da schon ein bisschen sourcen. Ich meine, wir können Sorceren. Das ist eigentlich auch eine Art Artillerie. Vielleicht sollte ich mich gar nicht nach vorne wagen. Mal schauen. Sie haben draufsetzen. Okay, sie kommen schon. Nice. Jojo, auf die dürft ihr auch gerne schießen. Ich meine, das sollte ihnen ziemlich wehtun. Das tut ihnen auch ziemlich weh. Wer seid ihr? Ist jetzt die Phoenix Guard. Okay, da kommen jetzt die Drachen und alles runter. Ich meine, ja, da kommen die sind aber immer angekommen, mehr Damage. Als die. Könnt ihr nicht auch während dem Laufen schießen? Ich dachte, ihr seid zwei von denen. Okay, shit! Dieser Sundragon hier ist schnell. Haben wir hier. Black Guard of Nagarond. Das ist der Great Eagle gerade mal. Monstrous Beast. Sind die large? Weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn die sich jetzt einfach allein mit uns fetzen wollen. I don't really care. Wo laufen die hin? Laufen die nach hinten zu unseren. Zu unseren Eagle Bolt Claws? Nein, die hauen sich hier rein. Wo rein? Dahin. Sind das noch. In die Shades? Die Shades sind mir egal. Das sind noch Haarganef, ja. Die Haarganef wollte ich da eigentlich nicht dabei haben. Die Haarganef hätte ich viel lieber gegen euch hier gehetzt. Aber das können wir eigentlich auch machen. Why not? Du bist Black Guard? Black Guard will ich mich nicht. Soll die Haarganefs rein. Okay. Da kommen die ganzen Chariots. Wir wollen hier noch nicht alles committen. Das sind ein bisschen unordentlich, ist das Problem. Okay, ihr seid Black Guard of Nagaroth. Ihr solltet hier definitiv unsere Flanke ein bisschen versuchen zu beschützen. Noch ist keiner von unseren anderen wirklich hier drin. Du könntest dich eigentlich mal auf die Chariots hauen. Da wollte ich dich hinhauen und wenn sie in unsere Richtung laufen. Denn wir sollten. Ich glaube, die Executioner sollten eigentlich denen überlegen sein. Aber die machen ziemlich. Aha, da sind die Chariots jetzt auch noch rein. Jetzt das die losgehen. Ja, das ist Black Guard of Nagarond kind of stuff hier. Was ist denn da noch infanteriemäßig? Die haben natürlich da alle jetzt Fankämpfer rumstehen. Was machen unsere Sorceress? Ist auch noch eine andere Frage. Was habt ihr? Du hast nur mal Blade Wind. Das ist ebenfalls nur mal Blade Wind. Ansonsten haben wir Dark Conduit zur Verfügung. Diese hier. Du könntest da mal eigentlich einen ordentlichen Blade Wind reinhauen. Sind da die anderen auch noch gleich? Und wir dahin. Okay, irgendwie so hier im Blade Wind rein. Die Haargarmen Executioners kriegen aufs Maul ohne Ende. Das gefällt mir hier weniger. Und sie mal den Charity fertig machen. Ist der Drache schon beschäftigt? Der Drache ist relativ beschäftigt. Okay. Ihr könnt sie auch mal circlen zumindest. Und ansonsten sind sie alle ein bisschen nicht beschäftigt gerade. Das ist mein größtes Problem. Okay, ihr seid zum Fliehen. Der Great Eagle ist am Fliehen. Der wurde von meinem Lord verprügelt. Also ihr seid da hinten leider. Also quasi in der. Das ist mit der. Jesus, die machen Schaden, die Dinger. Okay, wir haben da ein bisschen Schaden gemacht. Da sind jetzt zwei weitere Drachen. Was mir weniger gefällt. Wie schauen wir hier aus? Das sind alles die Chariots. Die sollten noch eigentlich aufs Maul bekommen von meinen Einheiten hier. Aber die sind sehr disruptive gegen meine Infanterie. Muss man zugeben. Die machen das schon nicht schlecht. Du könntest auch mal. Du könntest dich um den zweiten Igel kümmern gehen da. Und sonst haben sie fast nichts. Außer den Viechern halt, aber die Viecher sind ziemlich heftig.
Ja, ist die Missile von Tinta, hat er noch mehr Charits. Kann ich wieder runter? Danke. Vielleicht versuche ich mit euch in die Missile von Tree reinzulaufen. Shades, kannst du hier da mal ein bisschen auf dieses Großgezirr hier drauf fetzen? Und du kannst ja nicht wirklich was Sinnvolles machen hier drüben, weil wir da nicht wirklich so Massenansammlungen haben. Das sind alles meine eigenen, oder? Ja, das sind ein paar Chariots und sonst ist das eigentlich alles mein eigenes Zeug. Wenigstens ein Dark Conduit würde da was helfen, ansonsten haben sie keine Masseninfanterie. Aber du kommst fast bis darüber. Können wir da vielleicht noch ein. Oh, das ist knapp. Da rein. Seid ihr mit Inus beschäftigt? Cold One Dreadnought seid ihr? Kriegen wir die echt nicht hin, die verdammten Dinger. Jetzt haben wir hier das Problem, dass da ein Drache ist, aber ihr seid ja eigentlich. Ich meine. Jetzt zumindest ist es eure Stärke. Ich denke mal, dass es ein Drache ist, wird es trotzdem nicht unbedingt gut machen für uns. Anyways, schauen wir aus. Ich meine, die haben ja fast keine Truppen. Wir haben viel mehr, aber sie haben halt die Viecher, die unangenehm sind. Okay, du bist jetzt. Nein, ich wollte nicht. Lehrt das jetzt bei so vielen Spielen Pause. Rein da. Habt ihr Charge Defense? Ich glaube nicht. Was, ihr wollt da in meiner. Ja, ist unordentlich gerade. Da sind die. Okay. Die fliehen einmal. Können wir uns hier alle mal um den Star Dragon kümmern, wenn die hier eh fliehen? Ich meine, die Hagen of Execution ist, können mal darauf sich versuchen, um die zu kümmern. Ihr habt leider nichts gescheites, das ist das Problem gegen die Viecher. Und das wäre auch noch nett, wenn das wir hier reinhauen könnte. Bevor wir da ankommen. Wer fliegt von mir? In der fliegt schon von mir. Wo ist meine Chefin? Okay, kümmere dich noch darum, dass die auch aufgehen. Und jetzt wird es dann halt langsam eher schwierig. Wie geht's eigentlich meinem Drachen? Meinem Drachen geht's ganz ausgezeichnet. Ihrem Drachen hier geht's nicht mehr so ganz ausgezeichnet. Das heißt, wir werden hier versuchen, ein bisschen. Hey, jetzt wird diesen Drachen fighten. Ja, den Sun Dragon bitte. Drächelchen. Und ansonsten, ich meine, euch würde ich das auch gern machen lassen, aber wenn ihr nicht landet, dann. Habe ich da wohl wenig Chancen. Ihr könnt es aber mal da runter. Ansonsten. Na, warte mal. Ihr seid für den mal zuständig vorläufig. Okay, die fliehen mal für alle Zeiten, which is cool. Ich kann sich auch mal um den kümmern. Wir sollten eigentlich gut schlägern können. Jesus, mach den fertig. Du hattest darauf. Hey! Hat sich in die Reihen verfuckt, sich. Ja, bitte schön ausräumen da oben. Okay, jetzt sind genug gestorben, dass wir mal das Prowess bekommen. Das ist das, was mich irgendwann mal verliert hat. Das haben jetzt alle von unseren. Duration 90 seconds. Target self. You know, that's not exceeded. The most power leadership is broken. Facts plus 15 leadership plus 25. Wir teilen jetzt gerade ziemlich leibernd aus. Für 90 Sekunden. Weil wir genug Leute gekillt haben oder genug von uns gestorben sind. Beziehungsweise kombiniert. Beides. Okay, der Drache ist hin. Können wir den vielleicht völlig killen? That would be nice. Dann bitte auf den Drachen hier losgehen. Ihr müsst sich mit denen hier auch noch kümmern. Wir scheinen die Stärkeren zu sein. Oh, this motherfucker is fleeing. Tja, damit haben sie nicht gerechnet. Dass sie plötzlich die Beute werden statt der Jäger hier. Okay, die sind völlig am Auszucken. Was passiert, wenn die hier auszucken? Habe ich kein Problem damit. Können wir da irgendwo nochmal kräftige in einen reinhauen? Wobei, denen geht's eh so schlecht. Sehe ich nicht, wie ich das könnte. Was ist mit denen hier? Wo ist meine andere Sorceress? Sie ist hier. Kannst du noch irgendwas zu einem Nahkampf angreifen oder kannst du einen Zaubersprüche schmeißen? Holy shit, sind zwei von den Viechern auf einmal. Craven's the Warriors flee? Wer ist das? Meine Zauberin flieht? Na gut, da. Dachte, du bist da mächtig und so, aber nichts da. Von einem kleinen, süßen Eidechschen läuft sie davon. Ey. Haben wir ihn erlegt? Wir haben ihn erlegt, den dreckigen Drachen. Okay, können wir uns da mal um da oben kümmern? Was ist eigentlich mit meinem Drächelchen? Hast du ihn auch erlegt? Entweder ist er abgehauen oder wir haben ihn erlegt. Erlegt? Erlegt! Ich kann nicht mehr zwischen erledigt, das war schon in meinem Ziflet Spray das Problem. Zwischen erledigt und erlegt kann ich nicht mehr unterscheiden. Das ist ja tragisch. Ich verlerne die deutsche Sprache mit jedem Tag mehr. Und den Drachen hat's auch zerfetzt. Nice! Sieg! Gut gelaufen! Wonderful! Sehe ich dich wieder.
Da wären wir wieder. Wir werden sie selbstverständlich enslaven nach diesem Close Victory. War gar nicht so close. Hoffentlich kriegen wir einen Sklavendrachen. Das wäre mal cool. Ich weiß jetzt nicht, wo sie mich attackiert haben. Ich hatte es nicht sehen, wenn ich der Mese. Ah, wow. Ah, es war eine Relief-Armee. Mhm. Das heißt, sie haben meine Armee, die ich gerade gebaut habe, angegriffen, ha? Das wird euch auch nichts helfen, ihr Schweine. An uns geben. Ja, ja, ja. Jetzt wird natürlich alles zerstört da oben. Das Übliche. Wie schlimm sind die? Das sind schon keine schlechten Armeen. Ja, nein. Order Resolve und goodbye. Es wäre natürlich schön, wenn wir sie recht einzeln treffen könnten. Ich habe wieder einen Elf-Servant bekommen. Settlement raised. Mission failed. Ja, whatever. Nobody cares. Okay, 19 Runden. Ihr braucht sie noch eine Runde. Aber wenigstens hockt sie in Nagaron. Wer? Ich meine, ihr seid doch definitiv die gerade. Wen habt ihr angegriffen? Euch. Ich würde vorschlagen, wir gehen uns kurz wehren. Weil ich dann habe ich da nur eine Armee rumstehen, was mich etwas nervt. Also, okay, sie sind noch nicht so nah am wichtigen Zeug. Also geh du mal da runter. Könnt ihr jetzt helfen und dann wird das Recruitment nicht abgebrochen? Ich hoffe es. Okay, wieder schauen. Wieder ein paar Slaves bekommen. Faction destroyed, wonderful. Darf ich jetzt noch marschieren? Ich bezweifle es mal. Doch. Dann kommst du jetzt gleich mal hier hoch wieder. Und wir bleiben mal kurz da stehen. Damit wir uns mit den Armeen da oben auseinandersetzen können. Was ist mit dir? Ich meine, da kannst du nicht auch mal da runter jetzt. Die sind eigentlich befreundet mit uns. Wir können hier mal angreifen. Settlement Garrison und sie haben eine ordentliche Armee da drin. Ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich überlegen sind, auch wenn das Spiel meint nein. Wir werden aber ein paar Siege Towers bauen. 6 Siege Towers. Dauert nur 4 Runden. Continue Siege. Allerdings, wenn jetzt noch eine Armee da vorbeikommt, könnte es unangenehm werden. Okay, du bist das Admiral. Wieso? Wieso geht's dir da so schlecht? Also wegen diesen Steinchen oder was? Mein Gott. Okay, wenn ich das schon in Auftrag gegeben habe, dann machen wir es doch gleich. Und holen wir uns die Stadt natürlich. Das heißt Victory, wonderful und Occupy. Wonderful. Das haben wir auch schon geholt. Wir können da eigentlich momentan einfach ein bisschen in der Gegend rumlaufen und uns alles holen. Was wir uns holen wollen. Ebenfalls hin. Nur den Occupy. Wonderful. Ja, so gut geht's ihnen nicht mehr da drüben. Ja, du gehst in die Richtung, das passt. Alles sein Skill Points. Was will ich denn dir geben? Du bist relativ neu, ha? 12, Rank 12. Ich hab dich da zu einem Campaign-Dinger gemacht? Why did I do that? Oh, das hat sich irgendwie interessant an Lightning Strike. Das machen wir mal. Dass Reinforcements nicht reinkommen können. Hört sich nach einer interessanten Option an. Unassigned Skill Points für einen unserer Sorceress. Oh, jetzt kriegen wir noch bessere Sachen. Können wir mal Doombolt. Das können wir vor allem gegen die Drachen verwenden dann. Ebenfalls Doombolt. Ja, dich will ich auch nicht moven. Dann haben wir ein paar Damaged Buildings. Wir haben ganz gut Geld. Nochmal Damaged Buildings überall.
Sure. Wir reparieren einfach mal alles. Anne, sein Skill Points. Du, wollte ich dich jetzt auch zum Mini-Badass machen? Genau. Das war mein Plan. Foe Seeker. Sure. Anne, sein Skill Points. Ah, du kriegst noch mehr. Okay, dann geben wir dir auch noch einen Dominable. Du stehst hier nur in der Gegend rum und weißt nicht, was du machen sollst. Komm mal darüber. Sie greifen uns an. Das könnte schwierig werden. Das ist die Settlement Garrison, die kommt später. Was haben sie denn da? Ich meine, die haben, das sind alles nicht so tolle Einheiten. Was haben wir hier? Das ist... eigentlich genau die gleiche Arme Composition von... Nein, wir haben zweimal Black Dragons hier. Sehr cool. Oder wie heißt das? Dark Dragon? Black Dragon. Okay, habe ich ja richtig gesagt. Ja, das sind alles nicht unbedingt super Einheiten, die sie haben. Ja, ich glaube, das gewinnen wir actually kinda easy. Aber mal schauen. Maybe I'm wrong. Sehe ich gleich. Da wären wir. Diesmal keine Winds of Magic, weil niemand von uns in irgendeiner Weise was mit Magie am Hut hat. Die Reinforcements kommen von da. Wenn die da stehen, kann ich sie vielleicht erreichen vorher. Ich glaube, wir versuchen mal wieder, sie fertig zu machen, bevor die neuen kommen. Aber I'm not sure it's a great idea. Und sie müssen eigentlich mich angreifen. Oder ich ziehe mich... Gibt es eine schöne Defensive Position? Hatten die... Shit, ich hätte schauen sollen, ob sie viele... Na, wieso kann ich nicht reden? Wieso kann ich nicht reden, Leute? Was ist los mit mir? Jesus! Wieso habe ich nicht... ob sie viele Belagerungswaffen haben? Wir haben gar keine? Okay, nein. Ich denke, dann ist Angriff die beste Verteidigung hier. Okay, Aufstellung müssen wir trotzdem machen. Irgendwie fühle ich mich gerade verwirrt. Höre ich mich auch so an? Wahrscheinlich. Damn it. Also, ihr beiden kommt's nach hinten. Wir werden hier mal wieder eine Flankenformation machen. Oh, wir haben relativ viele Executions hier. Which I like. Ihr haut sich hier ganz vorne dran, so gut es geht. Ja, ich denke, das ist eine breit genug Aufstellung hier. Steuerung G. Euch werden wir sogar noch weiter nach vorne hauen, nämlich so weit nach vorne wie nur geht, um sie gleich mal engagen zu können. Ebenfalls der G. Ihr kommt hier noch an die Flanke. Ihr kommt hier noch an die Flanke. Ich glaube, die Drachen würde ich lieber diesmal ein bisschen so in der Mitte haben, dass sie sich gleich ins Gefecht werfen können und natürlich dadurch eine... Sword Infantry, Dreadlord Sword and Shield bist, kommst du auch in die Mitte des Gefechts. Yo! Nein, nicht yo. Wieso sind da... Wieso ist deiner zu wenig? Yo, no, yo. Shit! What am I doing? Stop. Okay. Noch einmal den ganzen Schaden. Wonderful. Und jetzt hat sie gelockt. Okay, aber jetzt haben wir es. Passt. Start Battle. Instantly pause this shit. Alright. Ihr seid schon in Reichweite, oder? Zumindest für die hier. Okay. Haben die da viel Kavallerie? Ihr seid Kavallerie, oder? Ich sehe es euch an. Auf ihren hässlichen Pferden. Kleine Dinosaurier sind so viel cooler als ihr Depperten. Naja, egal. Wir gehen nach vorne. Im Laufschritt. Was? Ja, bist du deppert? Haben wir eine lange Frontline? Yo! Okay, ich meine, sie werden auch nach vorne kommen, also sollte ich vielleicht nicht ganz so weit nach vorne gehen. Yo, geht's dahin? Drachen ebenfalls nach vorne, selbstverständlich, keine Frage. Unser lieber Dreadlord, jetzt sehe ich natürlich wieder nicht, was passiert. Unser lieber Dreadlord kommt auch nach vorne. Und ihr macht euch auch mal im Weg. Gemütlich. Ohne großen Stress. War das jetzt der Richtige? Ja, wonderful. Und hier kommt es auch dahin. Let's go! Ja, die sollten jetzt mal ordentlich aufs Maul bekommen hier. Jo! Das ist tatsächlich der Fall. Oh shit. Meine Drachen sind zu weit vorne. Hey, wir wollen. Wir müssen nicht so weit, viel weiter vorne sein als meine eigentlichen Nagel einfach.
Also mal wieder kurz hier einen kleinen Rückzug. Ja, wir werden voll in die reinlaufen. Okay, wer ist das hier? Silver Helms, Shock Cavalry. Ihr könnt hier mal einen Bogen machen. Ich glaube, wir werden hier jetzt gleich einmal voll ins Geschehen rein. Ist ja alles wurscht, der Rest kann weiterlaufen dabei. Das bringt euch sowieso innerhalb kürzester Zeit voll ins Geschehen rein. Da wäre es schon soweit. Achso, das sind diese Pisser, mit denen ich mich jetzt nicht anlegen kann. Hey, du. Go kill this. Du könntest dich wo noch? Du kannst dich nicht da einfach. Oder du kannst den killen gehen. Weil du bist alles da der White Line. Na, vielleicht will ich mit dem gerade nicht anlegen. Hau dich da hin rein. Ich weiß nicht, ob das alles die Execution ist. Ey, kann da noch eine Blackguard auf den Nagelrand rein? Ja, rein da. Nicht Dreadknight. Nein, die Dreadknights sollen in den Schaf da rein. Oder ich meine, du kannst auch noch da schnell rein, eigentlich. Bam. Okay. Wait a second. Ihr hattet eigentlich was vor. Ihr sollt da hin. Wo ist der andere Drache? Hat er was zu tun? Der andere Drache ist hier. Was genau macht ihr? Ja, hau dich auch mal in die rein. Was ist mit euch? Ist jetzt auch am Sterben. Das ist alles so ein bisschen weird gerade. Okay, da, da scheinen einige Leute zu sein. Dann hauen wir uns doch da einfach mal voll rein von allen Seiten. Ihr habt auch nicht gerade wahnsinnig viel zu tun. Habe ich das dumpfe Gefühl? That's okay. Jetzt will ich mal um den da kümmern. Um den. Ja. Und wo ist jetzt der Drache, der mich gesagt hat, er soll ihn killen? Ey, du bist ein bisschen lahm, Junge. Achso, wir müssen uns jetzt wieder um die kümmern. Damn, die sind besser als meine. Winning decisively gegen meine. Bullshit. Und hier darüber mal. Endlich auf die losgehen. Ja, wir müssen jetzt auch nicht wirklich da sein. Lass den Drachen das machen. Mit der Button Cavalry. Ja, mir. Läuft das hier halbwegs? Es scheint mir halbwegs zu laufen. Kommen da schon neue Einheiten? Ah, die Kavallerie von den anderen kommt da. Es ist schon wieder komplett chaotisch. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Okay, jetzt ist hinter ihm durchdrehen. Cool. Cool Story, Bro. Habe ich hier noch irgendwas, was laufen kann? Du, haut sich da rein, Alter. Okay, wie... I don't know what's going on. Ey. Stehen da irgendwelche Leute, die nichts zu tun haben? Nein, wir gehen gerade noch den fertig machen. Und den hier, den Great Eagle, fine. Hey. Nein, dich meine ich. Komm mal da rüber. Wir brauchen mehr Einheiten hier. This is not going well. Hey, Drache! Ich hab die Scheiße nicht. Da sind nicht zu viele Einheiten von mir, die da sein sollten. Können wir da mal fertig machen kurz? Hey, ihr alle. Let's go. Wir müssen in die Richtung. Ihr haut sich da mal rein. Ah, nein, Scheiße. Okay, da ist noch hinten Drache. Oder sowas. Alistar the White Line lebt immer noch. Das ist ja eine äußerst unfreundliche Nachricht, finde. Sind wir am Gewinnen oder am Verlieren? Können Sie schon nehmen. Wir haben die besseren Einheiten. Wir sind voll am Gewinnen. Glaube ich. Warte, ich da. Warte, ja, ihr kommt halt vielleicht da mal ein bisschen Schläger. Einer Schläger da, einer Schläger da. Ja, die kommen alle wieder zurück, obwohl sie eigentlich voll weggelaufen sind, die Pisser. Ja, ich meine, denen geht's jetzt nicht so gut, zugegebenermaßen. den guten Black Guards auf Nagel runter. Das war etwas unfreundlich von mir. Aber da könnt ihr aufhören mit dem Schaß. Könnt ihr sie einfach schlägern. Ich brauche euch da oben. Da haben wir eigentlich eh schon gewonnen, da wo ihr rumsteht. Haut sich da einfach mal rein. Kill this assholes. Was ist mit euch? Ihr steht auch nur deppert in der Gegend rum. Nach vorne geht's. Also ihr seid zum Fliehen. Okay, ihr habt sich mal wieder geroutet. Also, warte, jetzt seid ihr einfach nur durchdrehen stattdessen. Okay. Cool Story, Bro. Wo ist der andere Drache? Oh, du bist am Fliehen. Holy shit, Junge. Da ist ein Drache. Du musst dich mal auf Alistar. Wir haben, ja, das Problem ist, dass die alle Fernkämpfer haben. Die wieder deppert sind. Ja, mach mal die White Lines da fertig. Das sind überhaupt die größten Mappler. Könnt ihr aufhören, feig in der Gegend rumzuschießen und schon face me, you bitches? Okay, wir werden es mal wegfilmen.
Ja, geht's da mal ein bisschen auf die anderen. Der Fernkämpfe ist nicht so viel gewinnen. Das ist alles. Ich steht alle da falsch rum. Man hat gar nicht fix zwischen uns alle zusammengeschossen. Aber da könnt ihr ja aufhören, da irgendwo am Ende der Welt rumzustehen. Das hält mir im Kopf nicht aus. Okay, du hast dich wieder gefangen. Hau dich da mal in die Bogenschützen rein. So, du bist am Sterben. Good job bei dir. Hau dich da rein in die Lothian Sea Guard. Könnt ihr mal bitte. Wieso steht sie schon wieder deppert in der Gegend herum? Und mein Lord ist schon fast hin. Ey! Du kannst nicht einfach drauf gehen, Madame. Damn it! Nicht sterben. Geh den Lord unterstützen. Ja. Das ist schon wieder so depperter Drache. Hält man das im Kopf aus? Nein! Okay, du. Kannst du dich mal um den hier kümmern? Den Alistar, den depperten. Okay, du machst das. Ihr könnt wieder zurück. Das sind alles nur Hit and Run, das sind Guerilla-Taktiken hier. Terroristen sind das alles, diese verdammten Hochhelfen. Okay, jetzt tue ich jetzt wenigstens mal nicht, dass du mir abkratzt und dann laufen alle. Ja, bleib einfach mal da stehen. Ja, ja, da bist du relativ sicher. I like that. Was finde ich? Ich finde da wieder genau gar nichts Intelligentes auf. Hau dich da rein. Ja, du haust dich da auf die drauf. Das passt schon. Kannst du jetzt mal hier irgendwas Gescheites machen, Drachenchen? Ja, okay. Ja, okay. Er flieht gleich. Die fliehen. The Enemy Lord is dead. Wonderful. Das haben wir doch noch recht fleißig gedreht, muss man sagen. Du, hau dich jetzt in die Pisser, die immer noch auf mich schießen rein. Okay, was ist mit dem Rest von euch? Macht sie irgendwas? Ja, okay. Mittlerweile macht sie irgendwas. Die meisten von euch zumindest. Was ich sympathischer macht, als sie vorher gerade war. Ja, aber ich meine, du bist auch quasi hin. Sie sind alle hin. Mein Wahl ist, sie sind alle am bald weglaufen. Ich glaube, sie laufen jetzt nämlich alle. Victory! Okay, relativ unübersichtlich, aber schlussendlich doch geschafft. Wonderful. Sehe euch gleich wieder. Da wären wir wieder. Das Spiel will mir weismachen, dass wir einen Pyrrhus-Sieg. Du hast mir vorher gesagt, wir würden verlieren, wir haben gewonnen. Wieso ist es jetzt ein Pyrrhus-Sieg? Damn it. Das ist der fucking Gersin, der nicht sterben wollte. Ich traue mich nicht mehr wirklich was zu sagen, wenn das weiterläuft, weil es immer passiert dazwischen. Das halt ladet. Dann bin ich wieder abgehackt. Sich den Kreuz. Okay, irgendwer will mit mir reden. Sure. Ja, die werden jetzt wieder irgendwas in Schutt und Asche legen, wie üblich. Na, hier geht's darum, alles klar. Oh, nicht Schrocktag Mount! Meine Lieblingsstadt. Bis weiter kommst nicht. Ich grad der agilste, hm? Der gute hier. Inzwischen erleiden sie auch schon brav, sehr gut. Stolen from enemy, enemy killed in battle, the blue white line. Follow again. Jetzt muss ich mich mit dir beschäftigen, sagst du mir? Damn it. Armor of Destiny. Regeneration. Hört sich cool an. Causes terror. There we go. Helm of the Kraken. Web of Shadows. Only acts on targets in area situations. First damage to command is strong with a single command. Melee attack, melee defense, charge bonus brauchst du nicht wirklich. Biting, armor piercing damage plus 8 gefällt mir, oder was ist das? Okay. Dann nehmen wir doch Torment, das sollte, wenn wir es gerade bekommen haben. Sure. Enchanted item. Rubric of Dark Bounce per Fireball. Sure, gib mir den Fireball. Das ist kein Mount. Bist du keiner der Guten? The Blood Banner Bodyguard da.
geht schon. Oh, ist hier. Elf Sevens haben wir ein paar Millionen. Alright! Perfect. Follow again. Faction destroyed. Settlement raised. Nice! Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!